wenn, Steve, wenn deine Mama, wenn die Mona jetzt von dir auch so eine Pappfigur aufstellen würde und sagen würde, das ist mein Sohn, ich hätte gerne eine anständige Freundin, möglichst eine, die ihn auch noch ein bisschen aushält. Wie findest du das? Das halt jetzt, Moment mal, du. Steve, was willst du sagen? Nicht. Nee, sag mal, wie würdest du es finden? Naja, weiß ich jetzt nicht so direkt, weiß ich echt nicht. Also. Wäre nicht so prall? Nee. Hm? Okay. Darf ich mal was fragen? Reißt du ihn, wenn ihr feiern geht, auch an die Mädels oder so? Nee, die rennen ihn alle selber hinterher. Also, aber du bist da schon so ein bisschen gegen, ne? So gegen eine richtig feste Beziehung. Nein, hat er gehabt, alles. Also. Wie lange waren die denn? 1,5 Jahre, ne, mit Scarlett. Boah, das ist aber lang. Ja. Also es geht offensichtlich, dass du da tolerant genug bist, dass die Freundinnen akzeptiert werden, ja? Ja, nicht alle Mütter können das. Wir haben noch eine Wortmeldung. Ja. Ich habe noch mal eine Frage zu Annabelle, ne? Ja. Du sagst die ganze Zeit, du möchtest deinen Sohn dann unterstützen, wenn er ausgezogen ist. Unterstützt du ihn oder der Staat? Nein, ich unterstütze ihn. Und wie viele Kinder hast du? 2. Okay. 15 und 15. Also finanziell, das heißt du... Ich würde das finanziell möglich machen, natürlich, dass wenn er dann studieren, er möchte Informatik studieren, so. Und ich werde gucken, was ich ihm da die Türen öffnen kann, dass er halt BAföG bekommt, aber von mir wird er auch sein. Aber jetzt habe ich noch eine Frage, Annabelle. Wo wohnen deine Kinder zurzeit? Bei meinem Ex-Mann. Wegen, ich muss das bitte, darf ich aussprechen? Mein Ex-Mann und ich waren fast 24 Jahre zusammen, davon platonisch, nur noch 10 Jahre. Weil die Ehe ist vorbei, wir waren in einem Haus zusammen. Ja. Ich habe meine Kinder nicht alleine gelassen mit 5 oder 6. Mein kleiner Sohn war 13, nee, mein kleiner Sohn war 12, mein großer war 13. Die Schule musste weitergehen und so. Und mein Ex-Mann, wir haben uns einfach nicht mehr verstanden. Wenn man Eigentum hat, ich habe meine Kinder gefragt, ich so, möchtet ihr hier wohnen bleiben oder möchtet ihr mit mir kommen? Und die haben gesagt, sie möchten wegen der Schule und wegen dem Umfeld erstmal bei ihm bleiben. Dein Ex-Mann zieht die Kinder groß und du sitzt und prahlst. Nein, ich bin zwei. Ja. Hallo, ich bin zwei. Ich bin je. Nee. Tut mir leid. Pass mal auf, was du sagst, ja? Sonst wäre ich auch gleich draußen. Du hast nur einen Knall. Nee, pass mal auf, was unterstellst du mir gerade? Du spinnst wohl nicht mehr ganz. Geh wieder unterhalten und schau. Scheiße. Und dann so eine Scheiße mit deinem Ex-Mann, dass er die Kinder großzieht. Nein, ich habe meine Kinder vor die Wahl gestellt, ob sie weiter in zur Schule gehen möchten dort oder mit mir in eine einsame Wohnung ziehen, ohne Freunde. Da war ich eine andere Mutter. Ich bin jeden Tag für meine Kinder da, ja? Ich hätte meine Kinder nie bei meinem Mann gelassen. Ja, ich wollte es ja nicht. Ich habe meine Kinder selber gefragt. Es sei denn, Gesundheit ist nicht so genau. Natürlich, das weiß ich. Das steht ja offen, natürlich. Bitte. Also Mona und Annette, es ist so, ich glaube, was man fairerweise sagen muss, das ist, vielleicht habe ich jetzt auch die Frage echt fast ein bisschen gemein an der Stelle gestellt, das war gar nicht meine Absicht, aber natürlich ist klar, dass man da so ein bisschen den Aufhänger jetzt hat, aber ich glaube, von uns kann keiner so gut beurteilen, der es nicht selber jetzt durchgelebt hat, was eine Trennung bedeutet, was die Regelung mit Kindern und gerade pubertierenden Kindern angeht. Genau. Ja, das weiß ich auch. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe die Situation Gott sei Dank nicht, aber ich denke, sie ist schwierig. Ich glaube, wenn Eltern sich in der Pubertät der Kinder trennen, das ist echt ein heißes Eisen. Und wie auch immer sich die Eltern da entscheiden, ich kann nur hoffen, dass es dann eben zum Besten der Kinder geschehen Absolut. Ist. Absolut. Er schreibt jetzt nur noch 1 und 2 so. Und der Kleine auch. Also, genau. Ich will es nicht beurteilen. Ich hole meinen nächsten, warte mal, ich hole mal meinen nächsten Gast dazu. Schreibst du seine Kosten, wenn er bei deinem Ex-Mann lebt? Sie sind jetzt besser in der Schule, weil kein Streit mehr da ist. Die Spannungen sind weg. Ach so. Das meine ich damit, weil eine Scheidung für Kinder ist richtig krass. Ja. Und soll ich sie dann auch noch unterstützen, indem ich dann auch sage, hör mal, versaut euch doch noch die Schule? Ja, ich hole mal Sarah, meinen nächsten Gast dazu, bevor ihr euch darüber zu sehr aufreibt, weil ich glaube, da steckt ja auch von uns keiner drin, also das muss man fairerweise sagen. Ja, diesen Aufhänger habe ich jetzt einfach für mich genutzt, weil sie auch die ganze Zeit auf mich rumgehackt hat. Ja, ich habe es gemerkt, ihr beiden liebt euch, ja. Wird ja wohl noch erlaubt sein. Totale Sympathie. Genau. Ich biete gerne, also ihr könnt gerne nachher nach der Sendung noch Kaffee trinken und ein Stück Kuchen dazu kriegen. Ja, mein Gott. Okay, ich hole mal Sarah dazu. Sie ist gerade mal 16 Jahre alt und kann es aber jetzt schon kaum erwarten, auszuziehen. Warum? Würde ich eigentlich gerne wissen. Ist es so schlimm zu Hause oder ist es einfach so reizvoll, endlich auf eigenen Beinen zu stehen? Herzlich willkommen, Sarah. Sarah. Ja. Du bist 16, würdest aber gerne so schnell wie es geht ausziehen. Ja. Warum?
Es geht darum halt so Selbstständigkeit. Also es ist jetzt nicht schlimm bei mir zu Hause, es geht einfach nur darum Selbstständigkeit. Also du willst das Gefühl haben, alleine zu entscheiden, deine Sachen alleine einzustielen sozusagen und für dich selber zu sorgen. Ja. Mhm. Ich kann es total verstehen übrigens, ich hatte das auch, ich fand es super aufregend, den Gedanken allein, also allein die Dinge auch zu entscheiden. Aber so ganz mit 16 ist ein bisschen früh, ne? Wann willst du realistisch raus? Nochmal. Wann willst du realistisch ausziehen? Realistisch eigentlich, wenn ich meine Ausbildung fertig habe. Wann wäre das? Was machst wenn du? Ich 18 bin. Was machst du gerade? Ich mache eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Sehr gut, klingt gut. Mit einem Hauptschulabschluss. Mit einem Hauptschulabschluss, Mit einem Hauptschulabschluss. Also schöner Beruf, finde ich, toll. Ja, und das heißt, wenn die Ausbildung vorbei ist und du auch eigenständig Geld verdienen kannst, ab dann würdest du auch sagen, ich gehe raus, ja? Ja. Wie reagieren deine Eltern darauf? Was sagen die zu deinem Plan? Gelassen, also die würden mir auch, die stehen mir dabei. Also hätte ich irgendwelche Probleme, ich kann zu denen kommen, also egal was ist. Und die unterstützen mich dabei. Okay. Was sagst du denn dazu, wenn du hörst, dass zum Beispiel Jeanette mit 22 Jahren ohne Ausbildung, ohne irgendwas immer noch zu Hause ist und Mutti, die Annette, probiert sie, ich sag mal, an den Mann zu bringen, ja, um sie auch loszuwerden? Ja, loswerden, schön. Also ich finde das nicht in Ordnung, weil ich finde das so, wenn man jetzt, 22, ich finde das hart an der, also aber kann man gar nicht beschreiben. Gut, also, aber wenn man das Argument, wenn man da weiter hinhört und der Annette zuhört, dann kommt der schon raus, es geht nicht ums Loswerden in Wirklichkeit, es geht eigentlich darum, der Tochter, die ja einfach echt sehr faul rumsitzt, mal die Hammelbeine lang zu ziehen. Ja, ich finde das total schlimm, mit 22 zu Hause zu wohnen und nichts zu machen, gar nichts, weil... Ich meine, wenn ich jetzt 20 wäre und immer noch zu Hause wohnen würde, ich würde mich aber um einen Job kümmern und nicht die ganze Zeit faul zu Hause sitzen, vom PC allein schon. Sehr schön und ja, keine Ahnung, ich finde das einfach nur schrecklich. Also deine Eltern können wirklich stolz auf dich sein. Absolut. Dass du dir mit diesem Hauptschulabschluss auch einen Beruf gesucht hast, der Zukunft hat und der dich fordert. Ja. Dass du das selber getan hast, von dir aus. Und genau da möchte ich die Jeanette hinbringen. Ich hatte natürlich auch Unterstützung von meinen Eltern, aber trotzdem muss sie selber zusehen, dass sie ihren Arsch hochbekommt. Wenig unterstützen, seelische Moral. Aber das hast du gut gemacht. Also, es ist so, ich finde diesen Ansatz auch total, ich finde ihn auch nachvollziehbar. Ja. Wenn man ein bisschen Neugier aufs Leben hat, dann finde ich, ist eigentlich ein natürlicher Impuls, dass man von dieser behüteten Heimat auch mal raus will und mal so ein bisschen Input von außen kriegen will. Aber da hat auch vielleicht jeder so seine eigene Taktung. Mein nächster Gast Melanie zum Beispiel, die wollte auch unbedingt raus. Und dann hat sie aber, als sie sehr jung ausgezogen ist, irgendwie auch gemerkt, es ist auch hart. Es lebt sich unter der Käseglocke der Eltern, die man manchmal kriegt, sehr angenehm und sehr sturmfrei, vorsichtig formuliert. Ja? Nicht bei allen, aber wenn es gut läuft. Ne? Und deswegen ist sie zurückgegangen. Und wie es danach wurde, das wird sie uns erzählen. Herzlich willkommen, Melanie! Stimmt, ne? Du wolltest raus, da warst du sehr jung. Richtig. Und hast dann erstmal gemerkt, wie viel Gegenwind man in der freien Wild oder auf aber der freien Wildbahn kriegt. Aber erstmal zu dir. Was bist du für eine Mutter? Warum hast du dein Kind auf der Welt gesetzt? Es hat doch nicht immer alle auf dem gleichen Rum. Nicht schon wieder, das wird langweilig. Ja, trotzdem. Aber besser so einen Vater zu haben, wo die Kinder aufwachsen, als so eine unfähige Mutter wie dich. Ja, ich bin ehrlich zu mir und sage, ich habe Fehler vielleicht gemacht und meine Tochter geht bisher nicht den richtigen Weg. Aber ich schreibe mir fremdes Lob nicht hierher. Aber du hast dich doch damals vor 22 Jahren entschieden, deine Tochter zu haben. Vor 22 Jahren war vieles anders. Bist du vor 17 Jahren auch so klug gewesen, wie du es heute bist? Klüger. Ach so. Herrgott im Himmel, die Geburt möchte ich erlebt haben, ey. Also, ich meine, ganz ehrlich, also wir können uns da jetzt noch 100 Mal drüber ereifern, dass sie jetzt hier einen öffentlichen Mann sucht. Ja, wer weiß. Also, ich mache es jetzt mal anders, ja, für die... Also, auch wenn ihr jetzt gleich alle ausflippt, sollte zufällig jemand da sein, der die hübsche Jeanette sieht, ja, schreibt uns. Auch wenn Jeanette das gar nicht witzig findet, ich leite es trotzdem weiter. Entweder pfeffert sie es in Müll oder sie beantwortet es. Ja. Also, der Adonis hat auch viel Geld. Ja. Adonis hat viel Geld hier. Adonis. Also, aber Melanie,
Melanie, lass uns noch mal drüber reden. Wie war das? Ich würde es gerne Adonis sagen. Wie war das denn? Okay, also. Melanie, was war denn so hart daran, als du ausgezogen bist und gemerkt hast, alleine kommst du nicht zurecht? Was? Ja, also man hat dieses Geld einfach nicht gehabt, um einfach so zu leben, wie man bei Mama und Papa gelebt hat, so auf Deutsch zu sagen. Also mit 1000 Euro heutzutage kommt man nicht weit. Aber gut, also. Hattest du 1000 Euro, als du ausgezogen bist? Nein, aber ich hatte einen Partner. Ach so. Und der hat dir 1000 Euro immer gegeben, oder wie? Nee, wir haben von seinem Geld gelebt. Also sein Geld war mein Geld war sein Geld, also es war nur unser. Also richtige Partnerschaft. Richtig. Mhm. Also ich möchte mal sagen, wenn ich ausgezogen wäre, ich bin ja auch schon mal ausgezogen gewesen, ne? Ich habe dort ein Jahr gewohnt und ich habe dort gewirtschaftet und ich hatte meine 450 Euro im Monat. Und ich muss sagen, ich bin damit sehr knapp zurande gekommen und dann ist es alles so durch diesen Bürokratiekram alles zusammengebrochen in sich. Und da habe ich auch gemerkt, also bei Mutti hast du es einfacher, weil Mutti macht die Behördenwege und kümmert sich darum. Aber wenn ich 1000 Euro im Monat gehabt hätte und einen Freund, dann hätte ich, glaube ich, genug gehabt, um aber dann nicht wieder zurückzukommen. Aber man keine Lehre ins Haus. Okay, aber mal, es ist, also war es der rein monetäre Aspekt? Also man muss Miete zahlen, man muss leben können, man muss Strom bezahlen, man muss Gas bezahlen. Am Ende sind da mal eben noch 200, 300 Euro über. Aber was sind denn 200, 300 Euro? Man möchte ja auch mal irgendwo mit 364 Euro leben als Hartz-IV-Empfänger. Und das muss leben. Das Problem bei den Hartz-IV-Empfängern ist ja auch, die sind das ja gewohnt. Oh, Alter! Da geht ab! Ich hab selber von Hartz IV auch schon gelebt und ich finde das echt, das ist deprimierend. Man gewöhnt sich nie daran, man gibt sich damit zufrieden und tut sein Bestes, über die Runden zu kommen. Ein sehr guter Freund von mir, mein Mann, der ist seit 25 Jahren Hartz IV. Und der ist das gewohnt von seinen 356 Euro oder was. Okay, mag es Unterschiede geben, der eine gewöhnt sich dran, der andere nicht. Ich denke, Hartz IV bedeutet für jeden Menschen gleichermaßen, dass er keine großen Sprünge machen kann. Deswegen sollte das nie die Station sein, in der man bleiben will. Ja? Das glaube ich ist, da kann man wohl das wohl allgemeingültig sagen. Ich hole meinen nächsten Gast jetzt dazu, denn, oder meine nächsten beiden Gäste, denn ich finde das so, wie soll ich sagen, es macht mir direkt Freude. Mutter und Sohn und sie sucht für ihn eine Frau. Soll ich mal hier weg? Wir sind Dagmar und Steve. Denkt ihr das Gleiche wie ich? Ich sollte mich vielleicht wegsetzen und er kommt hier. Ja, also bleib flexibel, möglich ist alles. Also erstmal herzlich willkommen, Dagmar, du hast den Steve mitgebracht und ich suche eine Frau, du willst, wer will meinen Sohn? Also, du willst ihn loswerden, du bist offen für eine Beziehung. Ja. Es gibt gewisse, wir sind hier nicht bei, das sind die anderen. Ja. Das deckt sich ein wenig mit Annette und Janett, weil Mutter und Tochter, ja, auch Mama will Töchting vermitteln. Jetzt erzähl du mir doch mal, warum willst denn du deinen Sohn loswerden? Das ist ganz schwierig zu sagen. Mein Sohn ist einfach der Kumpel durchweg. Er ist für die Mädchen der süße Nette, aber immer nur der Kummerkasten. Und das ist für mich deprimierend. Wenn ich dann sage, hast du denn meine Nette kennengelernt? Ja, habe ich gesehen. Ich sag, hast du Nummer getauscht? Ja, mir nicht getraut. Oh nein. So, und Steve, irgendwann bist du so schüchtern? Eigentlich nicht. Nein. Vielleicht ab und zu. Also nervt. Also der Unterschied ist aber zwischen euch beiden und Annette und Janett. Ja, ihr seid ja übereinstimmend hier. Also ihr habt ja beide den gleichen Ansatz. Also du findest, deine Mutter redet auch das Richtige in diesem Fall. Ja, das ist meine Ma ist verrückt. Die wird im Alter immer verrückter. Und das machen deine alle Eltern. Wenn sie jetzt eine verrückte Idee hat, dann klar. Ich befürchte, das ist bei allen Eltern so. Also, warum sagst du denn jetzt, also dein Sohn muss endlich mal unter die Haube kommen? Hängt es auch damit zusammen, dass du ihn gerne raushaben willst von zu Hause? Er wohnt ja nicht bei mir. Er wohnt in der WG mit einem Kumpel zusammen. Herrlich. Und alle sind so
um ihn herum vergeben. Sogar meine Enkeltochter mit 21 ist schon in einer zweijährigen Beziehung. Und du wirst mir langsam so ein bisschen mulmig. Ob er denn überhaupt mal irgendwann oder vielleicht gar nicht? Steve, jetzt darf ich meine indiskreten... Mutti, halt dir mal die Ohren zu kurz. Einmal Ohren zu, aber nicht zuhören jetzt. Sag mal, Steve, aber geht denn da was mit den Frauen oder wenigstens so? Ja, natürlich. Also das ist eigentlich kein Problem, aber ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat mehr die Torschusspanik wie ich. Also ich denke mal, sie hat mehr Panik davor, dass ich mit 30 noch keine feste Freundin habe, also, als ich. Ich gehe die Sache eher locker an. Also und es geht darum, du willst gerne, dass er unter die Haube kommt und du sagst eigentlich, ist mir das ist in Ordnung, wenn er bald mal eine Liebe kommt. Ja, klar. Aber also solange es auch nur lustig ist und Spaß macht, auch mal die Nächte durchzuzeichnen, ist auch nett. Ja, na klar. Ich meine, ich habe eine langjährige Beziehung hinter mir, das ist ja nicht so... Was für ein Typ Frau findest du gut? Wollte ich gerade fragen. Dann könnt ihr gerne mal hier so... Ist, also es ist nicht böse gemeint, aber das ist eher nicht so mein Typ. Platonische Ehe. Weil, ich meine... Also es muss auf jeden Fall eine Frau sein, die auf eigenen Beinen steht. Ich kann es echt nicht verstehen, wie man mit 22 nicht so aus sich rauskommt. Schade, da habe ich gedacht, ich hätte da vielleicht irgendwie jetzt mal die Gunst der Stunde nutzen können. Aber es ist ja ganz einfach. Also wenn ihr Mädels sagt, der Steve ist ein praller Typ, schickt mir auf jeden Fall. Ja, schickt mir irgendwie einen Brief, ruft an, irgendwas, wir blenden bestimmt gleich eine Nummer ein oder geht bei mir auf die Homepage. Oder ihr könnt ja auch immer gut bei Facebook mal, Facebook Brit, die Talkshow. Da könnt ihr ja alle auch miteinander und so reden, ihr wisst. Mhm. Ja. Kannst du mir auch helfen, bin auch Single? Also ich glaube, ich, glaub, ich hätte das lieber die Brit-Show nennen sollen. Mona! Okay, Mona, dann mach noch mal einen Aufruf. Dann haben wir heute alles abgefrühstückt. Sag noch mal. Ich bin auch Single und suche in die Kamera. Ich bin Single, heiße Mona, bin 52 und suche einen ganz lieben Partner. Und wie bitte meldet euch! Wie soll das sein? Geil. Das war cool. So, pass mal auf. Und wisst ihr, was ganz witzig ist? Also das mit diesem, man sucht einen Partner, ja? Das hat ja sehr viele Facetten. Manchmal suchen die Mütter für die Töchter oder die Söhne den Partner. Manchmal sucht man ihn auch einfach selber. Und manchmal geschehen Dinge, von denen die Leute, für die gesucht wird, gar nichts wissen. Erstmal herzlich willkommen. Die, die jetzt hier neben mir sitzen, das sind einmal Johannes, Paul und Mama Melanie. Erstmal herzlich willkommen. Melanie, du hast deine beiden bezaubernden Söhnemänner hier mitgebracht, hast aber eigentlich gar keine Ahnung, warum du hier sitzt, oder? Nee, nicht so ganz. Bist ein bisschen nervös auch? Ja. Also, die haben mir einen Brief geschrieben. Weißt du, was sie mir geschrieben haben? Ganz süß fand ich das. Soll ich mal ein bisschen was vorlesen daraus? Ja. Darf ich? Prima. Liebe Brit, unsere Namen sind Johannes und Paul. Wir suchen für unsere Mama einen neuen Mann, der für uns ein neuer Papi sein soll. Kannst du uns dabei helfen? Seit unser Papa weg ist, ist unsere Mama so allein. Der neue Papa soll unsere Mama nicht belügen und betrügen. Mhm. Unser neuer Papa soll kinderlieb sein, kochen können, lieb sein, viel mit uns spielen, gut aussehen, tierlieb sein. Da wir eine Katze haben, darf nicht rauchen und nicht meckern. Es wäre schön, wenn du uns helfen könntest. Viele liebe Grüße, Johannes und Paul. Meine Mama ist 34, 1,60 groß. So, das kam von euch. Und das finde ich ja sowas von süß. Ja? Wer hatte... Johannes, ne? Du bist ja Johannes. Johannes, wer hatte denn die Idee, diesen Brief zu schreiben? Von wem kam das? Von mir. Ja, und da habt ihr beide euch besprochen, habt gedacht so, wie soll er denn sein? Hast du mit deinem Bruder zusammen darüber nachgedacht, wie der Papi sein sollte? Ja. Und was ist denn am wichtigsten? Dass er nicht meckert? Ja. Hat der echte Papi immer viel gemeckert? Tut er immer noch. Ah, manchmal müssen die Papis und Mamas aber auch meckern. Das ist immer doof, weiß ich auch. Aber gelegentlich ist das auch nötig wahrscheinlich. Aber, also was ich so ein bisschen den Brief entnehmen konnte, ich habe so 2, 3 Zeilen nicht mitgelesen jetzt, einfach weil die, glaube ich, privat sind, dass nicht die beste Zeit hinter dir liegt. So liest es sich ein bisschen. Ja, also ich sag mal, mein Ex-Mann hat mich halt betrogen, belogen, ne? Und... naja, das steckt man nicht so einfach weg. Nee, das steckt man nicht so weg. Und wenn dann die Kinder sozusagen auch noch das Ganze mitbekommen haben. Ja, er kümmert haben. Sich auch nicht so viel. Das okay, wir wollen den Ex-Mann gar nicht jetzt, der ist nicht unser Thema. Entscheidend ist, du bist frei und offen für eine neue Partnerschaft. Ja.
Und du hast bezaubernde Söhne. Ich finde es so süß von den beiden. Ich finde es so richtig toll, dass sie das gemacht haben. Und du bist eine gut aussehende Frau. Insofern müsste das eigentlich ein leichtes sein, für dich irgendwie jemanden ranzukriegen. Die Frage, wen du gut findest, ist natürlich, kannst nur du beantworten. Wie würde denn ein Partner sein müssen an deiner Seite? Also ich bin da gar nicht so festgelegt, muss ich sagen. Also man muss sich einfach sehen und dann muss da irgendwas sein. Also aber gibt es irgendwas, was du gar nicht tolerieren kannst zum Beispiel? Muss nicht unbedingt ein Raucher sein. Nee, das ist auch bäh. Okay. So, also. Aber das kann also man ändern. Rauchen kann man ja auch noch ändern. So gar nicht tolerieren wüsste ich jetzt auch gar nichts. Okay. Er muss sehr kinderlieb sein. Also die stehen bei mir ganz oben. Das ist ja auch richtig so. Eine Frage noch. Wie findest du das, dass die das gemacht haben? Ich finde das total süß. Ist das nicht süß, oder? Ich finde das auch ziemlich ehrlich. Also, ganz konkret nochmal, wenn Sie, meine Herren, sagen, die Melanie, das ist jetzt die Melanie, vorher hatten wir die Mona, ja, damit wir nicht durcheinander kommen, jetzt kommt die Melanie. Das ist eine tolle Frau und die beiden Söhne, Männer, die machen so einen kernigen Eindruck und wenn die sich so für ihre Mama einsetzen, das kann nur eine gute Familie sein, die würde ich einfach gerne alle drei mal kennenlernen, ja, dann schreiben Sie uns doch bitte an brit@sat1.de und am besten bitte ganz wichtig Melanie dazu, damit wir das nicht mit den Bewerbern für Mona in einen Topf werfen, okay? So, in diesem Sinne, ich sage tschüss, ich bedanke mich. Ich finde es toll, was ihr gemacht habt. Ja? Und da gucken wir mal, was bei rumkommt. Und ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass der tollste Papa der Welt bald kommt. Okay? Ja? Super, dann verabschiede ich mich.